Eine ganze Kleinstadt ist begeistert von 7 Days to Die. Auf dem PC, auf Steam hat das Spiel über 31.000 sehr positive Bewertungen bekommen. Und jetzt gibt es das auch auf der PlayStation und auf der Xbox One. Und das hat der liebe Julius sich mal angeschaut, die Konsolenversion, um zu gucken, ob man auch da unbedingt in diesem Spiel auf Zombiejagd gehen muss oder auf Überlebenskampf. Wie auch immer. Genau, ja. Das Spiel nennt sich ja sozusagen ein Survival-Horde-Crafting-Game, glaube ich, nennen sie das. Weil das ist tatsächlich, also wir können ja vielleicht einmal ganz kurz sagen, was das überhaupt ist, für die Leute, die das noch gar nicht irgendwie bemerkt haben. Das ist halt so eine Mischung von DayZ, würde ich sagen, und Minecraft. Also man sammelt Sachen, man craftet Sachen, aber man muss eben vor Zombies abhauen. Oder das Hauptziel ist eben, sich eine Basis zu bauen, wo man überleben kann, wenn die Zombie-Horde sozusagen eintrifft. Ja. Und was das Spiel, glaube ich, ein bisschen besonders macht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist so, dass es, ich weiß nicht, ob die Umgebung prozedural generiert ist, aber sie lässt sich auf jeden Fall komplett verändern, eben wie in Minecraft. Das erklärt auch, warum es so schweinehässlich ist. Genau, du kannst halt zum Start des Spiels auswählen, ob du sozusagen in der vorgefertigten Singleplayer-Welt sein willst, dann erscheinst du allerdings an irgendeinem Ort, wie bei DayZ halt. Es gibt eine feste Welt, aber du kannst überall spawnen. Oder du kannst die Welt tatsächlich komplett Computer generieren lassen, sozusagen vom Start. Ja, und es hat auch diese ganz, also wir haben jetzt hier so eine kleine Tutorial-Quest und du siehst schon, es hat diese Minecraft-typischen Mechaniken. Ich hau irgendwas kaputt und unten rechts sieht man, ich krieg was dafür. Genau, also die Mechaniken hast du ja schon gesagt, das ist Minecraft trifft DayZ, also diese ganz typischen Crafting- und Survival-Mechaniken, man muss ganz viel Ressourcen sammeln, dann kann man sich selber was bauen, man kann sich eigene Häuser bauen, etc. Ich weiß nicht, wie komplex die Möglichkeiten inzwischen sind. Ich habe die PC-Version am Anfang damals mal gespielt, okay, aber jetzt schon lange nicht mehr. Und deswegen weiß ich gar nicht, was da inzwischen alles drinsteckt. Das hat sich ja ewig weiterentwickelt. Mhm. Das ist auch ein Punkt, den ich extrem interessant finde. Es hat sich nämlich extrem weiterentwickelt. Es ist nämlich nach wie vor auf dem PC im Early Access. Also es ist auf dem PC noch gar nicht fertig. Ja, ich glaube Alpha 14 oder 15 nennen sie das da. Ja, es wird sogar, die Entwickler Alpha, ja, sagen selbst, das ist eine Alpha-Version, die es auf dem PC gibt. Richtig. Und jetzt gibt es das ganze Ding auf Konsolen? Hä? Ja. Ist das da eine andere Version? Also, soweit ich das beurteilen kann, ist die Version, und so wird es auch von den Entwicklern beschrieben, ist es erstmal die Version, die man halt vom PC aus kennt. Allerdings ist sie halt, also die natürlich von der Steuerung und so noch ein bisschen angepasst, aber es hat sich jetzt vom Content her, es ist nicht großartig anders als die PC-Version, die es auch gibt. Okay, jetzt bin ich dann aber irritiert, weil es ist ja, ich nehme mal an, nicht umsonst noch eine Alpha. Wie gesagt, ich habe jetzt lange nicht mehr reingeschaut, nur noch eine ganz frühe Version, da war noch vieles im Argen. Wie sieht das denn jetzt aus? Fühlt sich das an wie ein fertiges Spiel? Das habe ich nämlich dann auch gedacht, als allererstes so, ja okay, dann schauen wir es uns mal an. Allerdings muss ich sagen, jetzt wo ich es gespielt habe, es fühlt sich auch sehr, also es hat halt nicht diesen polierten Konsolenspiel-Touch, sondern es fühlt sich tatsächlich auch so an wie ein Spiel, was ich jetzt bei Steam so in der Early Access-Fassung erwarten würde. Also erstmal, wir haben es, glaube ich, eben sogar ganz kurz gesehen, das Spiel hat überraschend oft Frame-Drops. Also, was halt bei dieser Grafik, sage ich mal, Also es wäre nicht unbedingt notwendig, aber ich glaub, müsste die auch noch auf der Xbox 360 laufen. Ja, eigentlich also schon. Also die Performance ist öfter noch ein bisschen hakelig. Darf ich einmal kurz reingrätschen? Dieser Nebel da hinten, ist der immer da oder ist das jetzt wirklich ein Wetter? Nein, das ist tatsächlich immer da. Das ist immer da, das sieht aus wie auf dem N64, sorry. Das Spiel hat überhaupt keine Weitsicht. Also zumindest ich habe es noch nicht erlebt, dass der nicht da war. Jetzt haben wir gerade noch einen krassen Frame-Load gehabt und du siehst halt, wenn ich jetzt auf die Map gucke, die ist hier, so groß ist ungefähr die Welt, also das ist das, wo wir jetzt schon rumgelaufen sind, aber du kannst halt tatsächlich überhaupt nicht weit sehen, also du...
Krass. Und wie ist das denn? Wird das denn auf den Konsolen jetzt auch als Early Access verkauft? Ja, das war natürlich das, was ich dann sozusagen weiter geschaut habe. So, okay, ist interessant, gibt es jetzt auch Early Access auf Konsolen? Ja, also auf der Xbox gibt es ja so ansatzweise schon. Ja, genau. Aber auf der PlayStation kennen wir sowas ja noch gar nicht von, deswegen. Ja. Genau, aber dann habe ich halt nachgeschaut in die FAQ und da haben die Entwickler halt geschrieben, also erstmal, es sind halt unterschiedliche Entwicklerteams, die halt mit sozusagen basierend auf der gleichen Version arbeiten, aber diese Version halt dann separat voneinander weiterentwickeln. Mhm. Und in dieser FAQ steht auch, dass es keinerlei Garantie gibt, dass irgendwelche Updates, die jetzt für die Early Access Version auf dem PC dann kommen, dass die halt dann auch in den Konsolen eingearbeitet werden und vice versa. Okay. Das heißt, die, also ich verstehe daraus, oder ich finde, das auch, scheint mir auch unmissverständlich, dass halt die, dass die Konsolenversion ab jetzt sozusagen ihr eigenes Ding in dem Sinne macht. Also nicht garantiert ist, dass sie die halt genauso weiterentwickeln wie die Early Access Version auf PC. Aber nochmal, um sicher zu gehen, also ist die Garantie da, dass sie es weiterentwickeln oder ist es so... Naja, sie also ist es im Early, ist es tatsächlich nur als Early Access gebrandet oder ist es, nee. Wird, es wird als fertiges Spiel verkauft? Es steht nirgendwo Early Access irgendwie jetzt großartig lesbar, bevor du es kaufst. Okay, das finde ich ja mehr als shady, muss ich sagen. Ja, es kommt mir auch ein bisschen komisch vor, weil, wie gesagt, auch die Version teilweise da echt noch so die Eindrücke macht, das wäre sie, als wäre sie noch ein bisschen Early Access. Und was man auch sagen muss, was du jetzt hier gerade siehst, ich bin jetzt hier gerade in dem Crafting-Meal. Ja, ein Achievement. Du hast ein Achievement, Alter. Yes! Das muss man nämlich auch sagen. Nein. Ja, du siehst es auch gerade. Ich meine, hallo? Ein Cursor? Du bedienst einen Cursor, ne? Also das Menü sieht auch sehr, sehr verschachtelt aus. Also das sieht nicht aus, als sei es irgendwie besonders konsolentauglich. Es wurde wahrscheinlich mehr oder weniger 1:1 übernommen, oder was? Es wurde ein bisschen verändert vom Style, aber es ist, es fühlt sich halt nicht an wie ein, jetzt habe ich aus Versehen viel zu viele Schuhe gecraftet, es fühlt sich nicht an wie ein Konsolen-Menü. Es fühlt sich eher an wie ein PC-Menü, was sozusagen ein bisschen rüberge... was ist denn jetzt passiert? Was hast du gemacht? Jetzt habe ich die Quest gefailt, dass ich die Kleidung da tragen soll. Egal. Gut. Also sieht aus wie ein, eher wie ein PC-Menü, beziehungsweise nicht wirklich an die Konsole angepasst. Das gleiche Spiel kennen wir auch schon von Ark übrigens, von der PC-Konsolen-Version, ja. Wo das Menü auch viel zu klein und fitzelig ist, okay. Und sich irgendwie ganz furchtbar bedienen lässt. Dasselbe Syndrom, ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auch Sachen in der Welt placen will, also wenn ich jetzt was baue, dann muss ich das halt mit dem Cursor unten in die Leiste reinziehen. Ja. Und dann setze ich es sozusagen in die Welt. Okay, also auch da nicht besonders optimiert. Also das ist wirklich, wirklich... Das ist... Puh. Und jetzt noch ein letzter Punkt, über den wir vor diesem Video schon ein bisschen in der Vorbereitung gesprochen haben, ist ja. Auch noch der Preis. Ja, der Preis. Denn, ja, du kannst das ja gerne erzählen. Wie gesagt, wir haben vorher schon drüber geschnackt. Ja, also das kostet jetzt für die Konsolen 35 Euro. Ja. Für die Xbox One und die PS4. Also ja, nicht Vollpreis, aber schon auch nicht für 5 Euro. Mehr als auf Steam, denn dort kostet es? Ja, aktuell im Sale, muss man sagen, kostet es 10 Euro. Ja, also aktuell im Sale ist es günstig, aber selbst sonst kostet es nur 22 Euro, genau. 22 Euro kostet es auf Steam. In der Early Access Version, in der offiziellen Early Access Version, die definitiv noch weiterentwickelt werden soll. Und hier ja. Auf den Konsolen kostet das angeblich fertige Spiel mehr Geld. Also. Ja, also man muss dazu sagen, sie sind viele Entwickler auf Steam sind ja mit ihren Early Access Fassungen so, die schreiben ja dann richtig, richtig ausführliche Texte. Woran arbeiten wir? Genau welcher Stand sind wir gerade? Sowas haben sie alles nicht. Sie haben dann nur so einen ganz kurzen Klapptext auf ihrer Seite. Das heißt, sie halten sich auch da noch sehr bedeckt darüber, wie weit entwickeln wir das wirklich weiter. Aber eben dieses Alpha-Status plus, dass es sich wirklich auch Alpha-mäßig anfühlt, ist halt, ja, sehr bedenklich, sage ich mal. Ja, ich glaube, das ist dann mehr oder weniger schon ein Fazit. Also das Konsolenversion schön und gut von Seven Days to Die, aber durch diese ganze Publishing-Taktik und da doch irgendwie halb unfertige Spiele auf der Konsole zu veröffentlichen und sowas, das finden wir dann doch eher schwierig und dementsprechend würden wir dann doch, auch wenn man das Spiel cool findet, eher zur Vorsicht warnen, oder? Wenn man ja, genau, also die
die PC-Version, jetzt auch gerade, wo sie im Sale ist, wäre eine Möglichkeit, die auf jeden Fall mal auszuprobieren. Ist von der Steuerung her meiner Meinung nach sowieso, bietet sich mehr an. Ja. Konsolenversion würde ich sagen, Vorsicht. Wir haben auch schon bei den Entwicklern mal angefragt, ob wir da irgendwie ein Statement zu der Sache kriegen können. Das ist allerdings ein bisschen schwierig, da erstmal den Kontakt ein bisschen herzustellen, weil das ist jetzt ein relativ unbekannter Entwickler. Publisher ist übrigens Telltale. Richtig, das ist das allererste Spiel, was Telltale published. Ja. Und dann so. Ja, gut. Also Vorbestellerboni sind, glaube ich, auch irgendwelche Walking Dead Charaktere, mit denen man dann spielen kann. Ja, naja, also ja. Man muss sagen, also wenn ihr inhaltlich noch ein bisschen mehr zu dem Spiel wissen wollt, wir haben, glaube ich, schon mal was ist dazu gemacht und so, die PC-Version, da gibt es massig drin. Wir wollten uns jetzt ein bisschen mit der Konsolenversion befassen und haben euch, glaube ich, die Probleme, die es da gibt, ganz gut geschildert. Mhm. Und dementsprechend ist es sicherlich kein scheiß Spiel. Nee. Aber man muss sich, sollte sich auf jeden Fall, bevor man da zuschlägt, diese ganze Problematik mal einmal zu Gemüte führen und einmal durchdenken, ob man das wirklich mit seinem Geld unterstützen kann. Genau, die Version kommt ja in 2 Tagen raus, also am 1. Juli ja. erscheint die Konsolenversion. Und ja, also vielleicht wird da dann noch mehr dazu irgendwie offenbart. Ich habe jetzt halt ein bisschen Recherche betrieben und nur diese fragwürdige FAQ der Entwickler da gefunden. Genau. Also in jedem Fall behaltet das, also wenn ihr euch für interessiert, würde ich sagen, behaltet das erstmal ein bisschen im Auge, informiert euch drüber, macht euch klar, ob ihr das wirklich haben wollt in dieser Form oder ob ihr das lieber auf dem PC macht oder gar nicht, wie auch immer. So viel dazu. Konsolenversion 7 Days to Die. Danke dir, Julius. Danke dir, Johannes.